Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Ermittlung der Regelbedarfe nach SGB XII ist ein kompliziertes Verfahren. Und darüber zu streiten, ob das alles trennscharf ist, welche Gruppen reingerechnet, rausgerechnet, zu welchem Prozentsatz berücksichtigt werden sollen, ist ein unendliches Feld der Freude für die Fachwissenschaftler. Und wir haben es gerade gesehen, beziehungsweise auch gestern im Ausschuss, der Kollege Strengmann-Kuhn, der Fachwissenschaftler ist, hat uns gezeigt, es ist auch ein unendliches Feld der Leidenschaft. Man kann es anders machen, als wir es gemacht haben, man muss es aber nicht. Mir reicht, wenn in der Anhörung das Statistische Bundesamt bestätigt, die Berechnung ist fachlich in Ordnung. Ähnliches gilt für die Frage der Vereinbarkeit mit der Verfassung. Der Vorwurf der mangelnden Konformität mit der Verfassung ist immer schnell bei der Hand. Jedoch, das Verfahren ist 2011 ähnlich durchgeführt worden, ganz ohne Beanstandung. Für mich bedeutet dies, die Ermittlung der Regelsätze ist sachgemäß und verfassungskonform. Wir haben als Union, auch dies sei gesagt, uns einigen Wünschen des Koalitionspartners verweigert. Aber wir haben das mit guten Gründen getan, und ich will drei Bereiche einmal aufgreifen. Unser Koalitionspartner hätte gerne gesehen, wenn wir die sogenannte weiße Ware für einen Erwerb über Darlehen bzw. Zuschuss möglich gemacht hätte, also ganz ähnlich, wie es früher im alten Bundessozialhilfegesetz möglich war. Nun ist diese weiße Ware schon Bestandteil des Regelsatzes. Mir ist aber auch klar, dass dieser Anteil höchst selten zurückgelegt und gespart wird. Wie übrigens auch bei den Haushalten, die über dem Niveau von Hartz IV liegen. Ich finde es schwer zu begründen, dass wir den einen helfen und bei den anderen sagen, schaut ihr mal selbst zu, wie ihr das finanziert. Zweitens die Frage des Umgangs Mehrbedarfes. Ja, es ist richtig, das ist ein schwieriges Thema. Und besonders das Argument des Kindeswohls wiegt schwer. Jedoch, schon heute gibt es einen Mehrbedarf für Alleinerziehende, und sie sind in der höheren Regelbedarfsstufe 1 eingeordnet. Sie erhalten also mehr Leistungen als verheiratete Paare mit Kindern. Dies jetzt noch einmal auszuweiten, scheint mir zu Unwuchten zu führen, die schwer zu rechtfertigen sind, zumal unsere Bedenken, was die systematische Benachteiligung von Familien und eingetragenen Partnerschaften durch die unterschiedlichen Regelbedarfsstufen nicht ausgeräumt sind. Drittens die Ausweitung des Bildungs- und Teilhabepakets auch für Nachhilfe zum Bildungsaufstieg. Ich sage offen, hier hat es bei uns sehr kontroverse Diskussionen gegeben. Richtig ist, der Zusammenhang von sozialer Lage und Bildungschancen, der muss durchbrochen werden. Richtig ist aber auch, die Förderung von Bildungspotenzialen ist eine Aufgabe der Schulen, mithin eine öffentliche Aufgabe. Warum soll ich eine genuin öffentliche Aufgabe privatisieren? Warum sollte ich hier Anreize für eine Nachhilfeindustrie setzen? Nein, ich jedenfalls halte dies für falsch. Bildung ist Aufgabe der Schulen, nicht das Geschäft der Nachhilfe. Die Schulen sollen ihren Job richtig machen. Bildungspolitik ist die Aufgabe der Länder. Durch die Hintertür den Bund in diese Aufgabe mit reinzubringen, halte ich für falsch. Ein letzter Gedanke. Transferleistungen müssen erwirtschaftet werden. Sie werden auch von denjenigen erwirtschaftet, die nur einen Wimpernschlag von diesen Sozialleistungen entfernt sind. Die Legitimität des solidarischen Miteinanders in unserer Gesellschaft hängt aber wesentlich davon ab, dass wir nicht die Ränder stärken, sondern die Mitte der Gesellschaft. Dass wir den Menschen, die arbeiten und keine Transferleistungen erhalten, das Gefühl geben, ihr seid uns wichtig und nicht lediglich als Zahlmeister für gesellschaftliche Randgruppen. Meine Damen und Herren, wenn wir den Populismus bekämpfen wollen, müssen wir deutlich machen, wir wollen nicht die gesellschaftlichen Ränder auf Kosten der Mitte stärken, sondern zur Mitte hin integrieren. Über das, was dies bedeutet, waren wir in der Koalition durchaus unterschiedlicher Meinung. Ich finde es richtig, diese Differenzen auch deutlich zu machen. Sozialpolitische Probleme sind aus unserer Sicht manchmal eben auch ordnungspolitische Probleme und nicht, wie es manchmal manch einer denken mag, lediglich ein finanzpolitisches Problem.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die gesellschaftliche Ressource Solidarität nicht überstrapazieren dürfen, wenn wir sie erhalten wollen. Der Populismus dieser Tage nähert sich nämlich gerade von der Zersetzung und der Delegitimierung dieser Ressource. Wehret den Anfängen, könnte nämlich dann auch heißen, auch und gerade in schwierigen Diskussionen über Bedarfe den Blick auf das Gemeinwohl und die Gesamtgesellschaft nicht zu verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Dagmar Schmidt, SPD-Fraktion, das Wort.